Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme des Recycling Center Simulators. Wir werden heute natürlich unseren Hof weiter ausbauen, so weitermachen wie vorher. Das läuft ja bisher schon mal ganz gut an. Außerdem gab es einige Tipps von euch, die waren sehr hilfreich, die möchte ich natürlich auch gern weitergeben. Also, lasst uns loslegen. Und willkommen im Spiel. Wir sind noch an dem Abend des Tag 6, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir werden jetzt gleich schlafen gehen und dann den neuen Tag zusammen verbringen. Allerdings wollte ich einen Tipp schon mal vorneweg machen. Der steht nämlich, ich habe extra die Kiste da gelassen zum Recycling, zum Papier. Zum Thema Box einfüllen. Also ganz normal nehmen. Und ich habe immer, wenn ich an der Maschine stand, die rechte Maustaste gedrückt. Deswegen flog meine Kiste immer so. Aber man sollte auch manchmal lesen. Ich habe es jetzt hier wieder mal nicht getan. Mit links hineinlegen und alles läuft wunderbar automatisch seinen Weg. Also danke, Ela in dem Fall hat es geschrieben. Vielen Dank, da war ich ein bisschen lost. Gut, dann gehen wir mal hoch und schauen uns den Tag mal an, wie gesagt, den wir jetzt zuletzt verbracht haben und was wir da so erfolgreich gestaltet haben. Wir haben uns natürlich einen Dietrich erlaubt, glaube ich, das war an dem Tag, meine ich, ne? Aber insgesamt 1.300 Euro eingenommen, 1.026 Euro quasi Ausgaben gehabt, also 288 Euro plus. Ne? Wir müssen investieren, geht immer weiter. Gut, wir sind Level 5, aber auch kurz vor Level 6, glaube ich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Dauert gerade ein bisschen lange. Ja, genau. Nicht kurz, aber wir sind bald Level 6, sagen wir es mal so. Der Tag geht natürlich auch sofort los und deswegen wollen wir auch loslegen. Auch ein Tipp von euch, das hat unter anderem auch Ela geschrieben, aber auch Rugi hat es geschrieben. Also im Prinzip immer erst schauen, dass wir alles einsammeln und so weiter und dann erst Verträge annehmen. Denn man bekommt fürs rechtzeitige Abliefern bzw. schneller Abliefern, kriegt man Bonuspunkte. Das möchte ich also sofort nochmal an alle weitergeben. Also wir werden jetzt erstmal uns in Locations begeben und dann schauen, was wir alles eingesammelt haben, um dann im Prinzip die Verträge abzuschließen und sofort zu liefern. Hier ist was Neues, da gibt es eine Tankstelle, wo wir sehr viel Plastik haben. Das ist natürlich nicht schlecht, aber auch Glas ein bisschen und Papier, aber wenig Metall. Gestern Abend hatte ich gedacht, ich mache noch eine offline, damit wir ein bisschen Material haben. Da war aber alles mit sehr viel Metall. Ach, hier ist es noch. Mit Metall können wir momentan noch nicht so viel anfangen. Nur am Marktplatz verkaufen, weil wir die Gerätschaften noch nicht für haben. Aber ich fände die Geschichte Adams Tankstelle eigentlich ganz gut. Dann gehen wir mal hin und sagen ihm mal, ich gehe jetzt wirklich mal auf 100 runter. Mal gucken, ob der 30 weniger wird. Bisher sind die relativ easy, was das angeht. Deal ist es, du wirst es nicht bereuen. Also, man kann wirklich da sehr gut feilschen mit den Jungs. Und von daher machen wir das mal. Sollen wir auch eine zweite Sache annehmen, wenn wir das sowieso schon machen? Würde ich sagen, machen wir nochmal. Das Sortieren finde ich dann ein bisschen langwierig. Aber da könnte man uns ja auch verbessern. Der hier für 109, der ist gar nicht so schlecht. Ich gucke aber den allerdings mal ganz kurz an. Hier ist auch sehr viel Plastik drin. Hier ist wiederum sehr viel Glas drin. Ja, ich würde mal eher das günstigere nehmen. 109, so. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt gehen wir mal auf 80. Macht sie da mit? Einigen wir uns auf 106, dann geht sie 3 runter. Also das will sie nicht ganz so. Komm, dann sagen wir aber 92, oder? Einverstanden. Also sie sind schon ein bisschen bockig, wenn man zu sehr runtergeht. Man sieht es, dann gehen sie nur selbst 3 Dollar runter. Aber die 92 wurden angenommen. Sehr schön. Dann können wir weitermachen. Dann bin ich auch mal gespannt, ob das heute mit dem Dietrich klappt. Da habt ihr mir ja auch geschrieben, dass es wirklich daran lag, dass ich das in Dunkelheit versucht habe. Wir fahren erstmal hier hin. Und in Dunkelheit war das einfach nicht zu sehen, was ich da machen musste. Von daher bin ich mal gespannt, ob ich mich heute da ein bisschen besser anstelle. Bei guter Sicht. Hier ist erstmal die Tankstelle, die ist übrigens neu, die kenne ich jetzt nicht. Ne? Das ist auch eine neue Location. Die andere Tankstelle war ein bisschen kleiner. Aber wir haben ja auch gelevelt und dementsprechend sind die Sachen auch besser geworden, beziehungsweise anders geworden, so wollte ich sagen. Wir könnten uns auch noch ein bisschen, was das den Müllsack zum Beispiel angeht, könnten wir jetzt so ein Update machen, weil das haben wir auch schon erreicht. Aber ich finde, das ist okay. Hier passen jetzt 10 Kilo rein, dann schmeißt man den halt rüber. Also da würde ich jetzt ungern das Geld für weggeben. Ich gucke mal kurz hier ums Eckchen, aber hier ist nichts. Ach, auf den falle ich ja immer wieder rein, auf den Zapfen, Tankzapfen, wie auch immer. Gut. Das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir mit. Und dann ist der Sack auch gleich schon voll hier draußen. Zack. Vielleicht geht er rein. Eieieiei, knapp. Ein so ein Dingschen noch und hier nochmal. Sehr schön. Und dann gehen wir mal rein, denn das ist ja auch dann neu. Hinten ist nichts. Aufpassen. Okay, da ist eine angeschlossene Kneipe oder, ja, wie sagt man dazu, das klassische Roadstop. Ey, wieder nicht. Gleich landet es wieder auf dem Dach und ich krieg's wieder nicht, ne?
Der Kerl, ey. Hier komme ich nicht durch. Warum? Bin ich zu dick? Ja, ist es denn wahr? Hier komme ich auch nicht durch. Muss ich springen? Ah, okay. Steht wirklich im Weg. Tatsache, ich musste springen. Wo die Kasse? Da kann ich schon mal Dietrich technisch nicht machen. Das war auch clever, ne? Man hat die kaum gesehen durch das Graue hier. So, hier ist alles gut. Was sieht mit der Tür aus? Da ist auch noch was drin. Auch kein Dietrich. Feuerlöscher. Muss ich wieder springen? Und hier hinter, da kommen wir daher. Da muss ich doch nochmal daher. Sorry. Ah ne, das war ja schon die Küche. Da war schon alles hier. Na gut. Dann springen wir aber auch jetzt wirklich über alles hinüber. Da ist der Feuermelder, Feuerlöscher. Können wir mal eben reintun. Wo wir schon mal hier sind. Und dann haben wir hier noch eine Tür. Da sind die Toiletten. Aber hier ist mal wieder rein gar nichts. Was haben wir hier? Können wir dich auch mitnehmen? Nö. Um die Ecke gucken, da ist nichts. Dann gehen wir hier hinein. Müllsack voll. Okay. So, wie sieht die Kasse aus? Die ist... Ah, die Kasse, wir können sie nutzen. Okay, dann können wir mal versuchen. Also, wie soll das jetzt funktionieren? Links und rechts habt ihr mir gesagt. Das habe ich beim letzten Mal ja nicht gesehen, aber die Frage ist... Ah ja, ein bisschen versuchen, dann geht's. Ja gut. Und man soll das Geld vorsichtig rausnehmen, hat Wugi geschrieben. Irgendwie, dass man dann das nicht alles kriegt. Das habe ich nicht so... Ich muss jetzt mal selbst die Erfahrung machen. Zack. Und wo ist es aber? 604 plus 100 Dollar plus 75 Dollar plus 100 Dollar plus 50 Dollar. Hat er jetzt alles genommen? Sag mir mal, wenn du jetzt aufgepasst hast und gesagt hast, nee, das war genau das, was bei mir auch passiert ist. Ich persönlich habe jetzt ganz vorsichtig das Geld genommen. Aufgrund deines Hinweises. Schauen wir mal, ob mir ist jetzt da nichts aufgefallen. Ja, schön. Ist ein bisschen tricky, aber eigentlich easy. Muss nur das Richtige, man muss es nur mal gemacht haben. Der Müllsack ist schon wieder voll. Das ist das, wo man sagt, natürlich, wenn es jetzt die Location größer werden, dann kann natürlich auch ein größerer Müllsack vom Vorteil sein, dass man nicht jedes Mal zum Auto laufen muss oder wie auch immer, oder zum Eingang das schmeißen muss. Aber ich finde das jetzt noch völlig okay. Muss man ja sowieso mit den ein oder anderen Sachen. Wie zum Beispiel hier mal aus dem Fenster schmeißen. Zack. Und direkt einen Brand gemacht. Ich glaube, hier sieht es gut aus, ne? Ja, das sieht wirklich gut aus. Dann gehen wir mal rüber. So, ist aber noch nicht alles. Habe ich noch irgendwas... Ah ja, hinten ist noch ein Stuhl hingepfeffert worden. Übers Ziel hinaus. Und dann ist es das gewesen. Also dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwas... Letztes Mal lag ja vorne vor noch was. Ansonsten habe ich was inside vergessen. Ich gehe nochmal durch. Ach, guck mal, den ganzen Mittelgang. Auch nicht schlecht. Ja, das wird es dann wohl hoffentlich gewesen sein. Dann nehmen wir das mal rüber. Ja, das war's auch. Wunderbar, dann ab zur nächsten Location. Ja, schön. Hier bist du, da gehen wir hin. So, wieder alles aufmachen. Kennen wir das denn schon? Nee. Doch, dieses Real Estate, da waren wir schon mal ganz am Anfang, meine ich. Ja, doch, das kennen wir schon. Ist aber nicht schlimm. Das darf sich wiederholen, aber es darf auch gerne mal was anderes kommen, wie schon gesagt.
So, da ist auch schon fast voll. Da können wir schon ausladen. Ups, habe ich den jetzt rausgeboxt? Nee. Dann hinein. Ich versuche mal übrigens, das ist mir selbst aufgefallen, als ich mal kurz Probe geguckt habe, meine Aufnahme. Man hört sehr häufig die Tastatur im Hintergrund, obwohl das eigentlich eine leise Tastatur ist. Die habe ich extra besorgt und ist bei den anderen Spielen auch bisher, hat mich das auf jeden Fall überzeugt, weil es besser klappt. Aber bei dem Spiel irgendwie macht man sehr häufig die Maus hoch, runter und mit der Schnelltaste und deswegen hört man immer so Geräusche im Hintergrund. Das ist mir auch aufgefallen. Ist nicht laut, aber mich stört es dann selbst auch. Ich versuche das heute mal ein bisschen anders zu machen. Und wir können hier auch langsam laufen. Dann habe ich nur die E-Taste und muss nicht immer abbremsen sozusagen. Und ich glaube, das war es dann auch. Also ich versuche da schon, mich zu bessern. Hat zwar keiner geschrieben, aber ist mir selbst aufgefallen. Ist schon wieder voll. So, liegt hier hinter irgendwas? Nee. Aber hier liegt noch was. Haben wir noch eine Kasse? Nee. Aber das kann man nicht aufheben? Nee, anscheinend nicht. Das auch nicht. So. Dann haben wir noch Türen. Toilette mal wieder lost. Und hier brauchen wir wieder einen Dietrich. Naja, als nächste Chance. Jetzt, ja, sind wir schon soweit. Ne, es war auf jeden Fall auf der Seite, dass es gut ging. So, und jetzt. Ah ja, man muss dann so ein bisschen auf der anderen Position mal probieren. Das ist ja gut zu wissen. Ja, alles will mal gemacht sein. Ja, die Truhe können wir leider noch nicht machen. Brechstange sind wir erst, können wir uns erst ab Level 6 kaufen. Insofern müssen wir die Truhen leider schweren Herzens zurücklassen. Aber hier war es jetzt alles. Ich guck mal. Da war noch ein Raum oder wie oder was? Ah ne, da waren wir ja drin, ne? Ach doch, da ist doch noch irgendwas. Guck mal. Hintereingang? Ne. Wo bin ich denn da? Bin ich irgendeine Tür nicht durchgegangen oder kann ich hier durch? Nein. Hier? Ach, guck mal hier. Wie wär's mit der Tür? Hier mit dem Mittelgang gerade. Na, lass mich hier raus. Ich bin kein Star. Müllsack voll. Da sollte man auch mal hingucken ab und zu. Da ist aber jetzt auch einiges drin. Aber das schrieb, glaube ich, auch Woogie, dass er da immer wieder den ganzen Tag rumfährt und wahrscheinlich die Karre dann richtig voll macht, um letztendlich dann mit dem Recyceln anzufangen. Kann man, glaube ich, wenn man das offline macht, auch gut machen. Aber ich meine, wir wollen ja jetzt hier auch ein bisschen Abwechslung haben. So habe ich jetzt hier alles. Ich guck mal. Es ist auch nicht mehr viel. Der Sack ist voll. Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt zurück. Ich denke mal, so zwei Locations sind schon gut. Denn jetzt müssen wir natürlich ein bisschen länger sortieren. Na. Und dann kann Roch. Ich dachte wieder an den Rochen. Kann wieder anfangen. So, drei Säcke bringe ich mal hoch. Und dann geht es hiermit wieder los. Die Resonanz übrigens zu dem Spiel ist echt sehr gut. Also viele schreiben, dass es wirklich ein schönes Spiel ist, man das gar nicht so gedacht hat. Obwohl es ja eigentlich relativ easy ist. Ne? Man sortiert hier ein bisschen, sammelt ein bisschen, aber man sieht verschiedene Locations und ja, muss dann eben auch leveln und muss dann vor allem eben auch, ja, die Maschinen müssen größer werden nach und nach. Man hat eben das Gefühl, dass es hier weitergeht. Ne? Also auf jeden Fall eine Zeit lang. Jedes Spiel, sage ich ja immer wieder mal, hat sein Ende. Und dann muss man auch ein bisschen auf vielleicht Updates und so weiter warten. Dann geht es dann auch mal wieder weiter. Wie beim Supermarkt-Simulator, da habe ich heute Morgen die Aufnahme hochgeladen. Da geht es dann auch nach langer Zeit mal wieder weiter. Aber freuen wir uns natürlich auch drüber, wenn es was Neues gibt.
einmal zahlen, viel Spaß haben. Das ist bei DLCs natürlich dann was anderes. Ist aber auch eine andere Strategie der Entwickler dann. Und ist manchmal, weil da ja auch viel, viel mehr hintersteckt, auch richtig so. Ja, das merkt man wieder, dass da viel ist. Aber ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt. Mir tut dann so langsam die Hand weh. Entweder verkrampfe ich dazu. Wenn wir hier zwei LKWs haben, merke ich das echt extrem. Ups, das habe ich, wo ist es da? Habe ich bewusst nicht losgelassen. Das war da die Schwäche. Hier liegt aber jetzt echt eine Menge. Der Feuermelder, Melderlöscher. Sehr, was habe ich denn da gemacht? War gerade schon mal. Sehr viel Glas war da ja insgesamt bei. Hat das schon einer erlebt, dass die Kisten unten voll waren? Also ich bisher nicht, weil so viel ist die Frage. Oder können die unendlich viel quasi aufnehmen, die Kisten da unten? So, wir haben es aber jetzt gleich geschafft. So. 98%, zweimal war es falsch, plus 5 an Ruf dazu gewonnen, 116 Kilo Gesamtgewicht, sehr gut. Damit meine ich nicht mich. So, gucken wir mal, wie viel da drin ist. Also 7,7, 9,9, 42,5. Lass uns das mal direkt mitnehmen. Ah ja, hier können wir wirklich mal ein bisschen schneller laufen. Da ist der Weg auch weiter. Linksklick, sehr schöne Geschichte. Und dann können wir mal bei Plastik gucken, wie viel Plastik wir jetzt da haben. Fangen wir mal damit mal an. 68,8 Kilo haben wir da. Also 68er Auftrag können wir quasi mit Plastik annehmen. Gucken wir mal. Plastik ist gelb. Hier will einer 36, hier will einer 54. Das ist schon mal sehr gut. Den nehmen wir dann. Den Plastic Solution. 424. Ich sage jetzt mal 450 frecherweise. Wir stimmen zu. Beginnen Sie mit der Lieferung. Ja, Angebot. Sehr schön. Können wir hier schon mal auf angenommen gehen, denn dann können wir gleich auch liefern. 54 Stück brauchen wir davon jetzt. Die putzen wir jetzt auch hier rein. 54 hier rüber und Startknopf drücken. Und so habe ich dann auch schon mal den Hubwagen hingestellt. Jetzt wusste ich natürlich nicht, wo wir auf jeden Fall anfangen. Weil das war auch ein Tipp in dem Fall von, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die Namen sind ja manchmal, wie meiner vielleicht auch, außergewöhnlich. Ne? Genau. Koray Kops, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen hatte, mir geschrieben, auf das gelbe Lämmchen mal achten, dass man den dann zu sich ziehen kann. Also ich habe das jetzt offline am Abend noch probiert und hier ist jetzt ein rotes Lämmchen, aber das grüne Lämmchen ist ja nur an, wenn ich in Nähe der Palette fahre. Ja, und dann geht das grüne Lämpchen an. Hochbocken muss ich das auf jeden Fall einmal mit dem Linksklick. Also ich denke mal, das ist das, was du meinst, oder? Dann schreib mir gern nochmal. Also das Lichtchen habe ich schon wahrgenommen. Allerdings habe ich jetzt noch nicht so ganz erkannt, was der Vorteil ist. Nur, dass ich dann quasi die Palette erreicht habe oder so. 24 von 30, gehen noch ein paar drauf. Aber trotzdem, immer her mit Kommentaren. Ich bin da sehr dankbar drüber. Ups, ja, jetzt muss ich ja wirklich links drücken. So, dann ist das Lämpchen auch gar nicht mehr zu sehen. Und mit Linksklick kann man dann abladen. Jetzt machen wir noch einen Turn. Holen uns eine neue Palette, denn da brauchen wir ja noch eine zweite für den Auftrag. Zack. Und dann machen wir den Rest darüber. Und dann bin ich jetzt mal gespannt auf diesen Bonus. Wir haben auch schon wieder 17 Uhr. Schaut mal, zwei Sachen gemacht, ein paar Aufträge. Also so viel kriegt man an dem Tag gar nicht hin. Das war, glaube ich, auch von hier und da. Ich weiß jetzt gar nicht von wem. Aber die Kommentare kamen, dass der Tag ruhig ein bisschen länger sein könnte. Ich finde ja beim Pharmacy-Simulator finde ich den Tag persönlich fast zu lang. Und hier wiederum ist der Tag relativ kurz. Das stimmt schon. Könnte man was dran ändern. So, grünes Lämpchen hat geleuchtet. Und wir dürfen hochbocken. Ups, jetzt habe ich beinahe die Kiste überfahren. Macht aber nichts. Einfach hier rein und rüber damit. Denn jetzt können wir liefern.
Und dann achte ich mal unten beim Ruf, wird das wahrscheinlich stehen, dass wir das jetzt schnell bekommen haben oder den Schnelligkeitsbonus. Lieferung. Da. Vertragslieferung plus 40. Okay, da stand jetzt nur plus jetzt nichts direkt mit Aufdings. Also ich weiß jetzt nicht, sieht man das irgendwo speziell? Schreibt es mir gerne nochmal. Das wäre nochmal interessant. Auf jeden Fall kann das schon Sinn machen, schnell zu liefern. Auf jeden Fall. So, wir nehmen mal das Glas mit und gucken uns als nächstes mal die Glasgeschichte an, wie viel wir da insgesamt haben und was wir mitmachen können. Der Brecher. So, hier hätten wir jetzt 87. Heidewitzka, da sind ja dieses Glasstaub, ist da ja drin, ne? Gucken wir mal direkt den nächsten Auftrag. Verträge, Glas, wartend. So, 30 und 36. Wir kriegen sogar beide hin, ne? Okay. Ich finde den hier ein bisschen schwach. Gehen wir da mal wirklich sehr stark dran. Also 290 versuche ich mal hier rauszuholen. Einverstanden. Okay. Und dann nehmen wir das an. Und dann können wir gleichzeitig ihnchen hier auch noch machen. 327 machen wir mal 360. Was sagst du dazu? Ist zufriedenstellend. Na schön. Nehmen wir das auch ran. Also haben wir zweimal Aufträge hier. Das heißt, wir müssen insgesamt 66 von diesen Sandsäcken, sei schon Glassäcken, wie hießen sie jetzt? Hier rum? Ja, hier rum ist richtig. Glasstaub machen. Also 66 Stück bitte. Produzieren, starten und los geht's. Und da passt ja ein bisschen mehr drauf auf dem Palais. Ich hole aber schon mal den Hubwagen wieder zurück. So, sehr schön. Muss man die eigentlich jetzt auf verschiedene Paletten packen? Nee, ne? Das reicht wahrscheinlich jetzt, wenn wir hier mit wie viel? 60, 66, zwei Paletten brauchen wir ja dann auf jeden Fall. Wenn wir die fertig machen, komm, lass das mal ein bisschen laufen. Und dann können wir die unterschiedlich abliefern, gehe ich mal stark von aus. Ne? Wir gucken, was wir hier hinten noch haben. Metall können wir ja noch nicht so viel machen, können wir erstmal stehen lassen. Hier haben wir noch Papier, das ist beides nicht viel, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel ich vielleicht in der Maschine noch habe. Wir geben es mal rein. So, insgesamt sind es jetzt hier 31 Kilo. Ist da irgendwas für Papier zu machen? 31 bei Papier. Ja, 30 können wir sogar hier zwei Stück. Der bietet ein bisschen mehr, 260. Dann gehen wir jetzt mal auf 290. Oh, 2900. Nee, das wird er bestimmt nicht annehmen. 330. Ach, guck mal. 330, unser letztes Angebot. Ja gut, wenn er das schon so sagt, dann müssen wir das natürlich annehmen. Ist aber mehr, als wir gedacht haben. Vielleicht ist es auch eine Taktik. Einfach mal 5.000 immer da reinhacken. Und wenn er dann aufs Äußerste geht, ist ja wunderschön. Also, dann machen wir auch 30 Mal Papier parallel. Das können wir ja durchaus machen. 30 Mal gepresstes Papier. Und auch hier bitte starten. Wir gehen weiter zu dem Feenstaub. Uiuiui, wie sieht es denn hier aus? Sollte man vielleicht ein bisschen weiter davon wegstellen, Herr. Von und zu. So, Palette full. Ich sollte die Kisten mal woanders hinstellen. Dann habe ich hier auch bessere Fahrt. So, hinein. Ich wollte mich eigentlich nicht mehr auf dieses Experiment einlassen. Ich wollte eigentlich immer so fahren, dass man es sieht. So. So klappt es doch grundsätzlich wesentlich besser. Aber manchmal liegt das dann so, dann ist man faul. Ja, so läuft das. So, Papier ist auch mittlerweile übergeschwappt hinten. Guck mal, wenn man es so weit weglässt, dann ist es auch okay. Dann passt es ja. Jetzt kommen wir nur mit dem Hubwagen, glaube ich, ein bisschen blöd da rein. So, also hierüber kann man so ganz gut fahren, sage ich gerade, und fahre dagegen. So, zack. Jetzt bin ich mal gespannt. Also beide sind grün, also beide müsste ich jetzt einfach nur abschließen können. Also man muss das nicht auf separate Paletten packen. Da wäre ja immer noch die Frage nach den LKW-Stationen da hinten.
was damit ist. Denn da könnte ich mir jetzt vorstellen, einmal liefern, plus 20 und einmal liefern, plus 40, sehr schön. Wir haben die neue Bereiche, Brechstange, Recycling, Container freigeschaltet und Stufe 2 in den Maschinen. Ja, ja, schön, da können wir jetzt mal andere Maschinen holen. Sehr schön, aber erstmal schließen wir unsere Papiergeschichte da hinten noch ab. So, ja, auch die Entfernung reicht, da passen 24 drauf. Verbindung trennen E und werfen, zack. So, Hubwagen. Ja, für die Maschinengeschichten, also Stufe 2 ist ja jetzt nett. Die Frage ist nur des Platzes. Ne? Wir konnten bisher das ganze Gelände zwar erweitern, soweit hatten wir uns hochgelevelt, allerdings konnten wir nicht, den wollte ich gar nicht entlassen, den wollte ich nur runterboggen, aber jetzt sind wir durch. Schon wieder, ne? Ich check es manchmal einfach nicht. So. Aber wir konnten noch nicht mehr Platz für Maschinen machen. Also müssten wir jetzt vielleicht sogar entscheiden, dass wir uns von irgendeiner Maschine trennen, sage ich jetzt mal. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Geht die Verbindung noch? Oh, die geht aber weit. Das ist gut. So, dann haben wir Papier auch abgeschlossen. Wenn wir dann da jetzt an den PC gehen, dann gucken wir mal. Wir haben nämlich schon 21 Uhr. 2029, so viel Geld haben wir aber echt noch nie besessen. Sehr schön. Verträge, Papier angenommen, liefern. 313 nochmal dazu, sehr schön. So, dann gucken wir uns mal kurz an. Hier ist die Maschine in Stufe 2 für das Thema Papier da. Na, jetzt wäre mal interessant, kann ich denn auch die... Ja, das weiß ich natürlich jetzt nicht, ne? 2200 kostet die übrigens. Okay, dann ist unser ganzes Geld weg. Wir brauchen aber auch noch den Dietrich. Ich glaube, das machen wir dann später. Nicht den Dietrich, sondern die Brechstange. Die würde ich auf jeden Fall jetzt mal holen. Zack, das haben wir fertig. Dann haben wir neue Locations auf jeden Fall. Und Upgrades, da haben wir bisher ja die beiden Geschichten. Das mit dem Sortieren, schnellere Kombinieren beim Sortieren. Das ist noch eine Geschichte, die mich mal interessieren würde. Die würde ich mal freischalten. Wie gesagt, der Müllsack jetzt nicht so, aber lass uns das mal kaufen für 2,50 und gucken uns das an. Sehr schön. Gut, dann gucken wir noch, was wir hier sonst noch rumliegen haben. Das war ja Metall, haben wir ja noch nichts. Und wir haben noch ein bisschen Holz. Da könnten wir auch noch mal kurz reingucken, wie viel von dem Holz wir da haben. Selbe, ach, wieder linke Maustaste, rechte Maustaste gedrückt. So, das sind insgesamt 24 Kilo. Das heißt, 24 Säcke würden möglich sein. Bei Holz, wo ist Holz? Da, blaues Holz, wartend. 24 sind auch genau möglich. Oh, 645. Ah, nee, das ist schon, gut hingucken. Das sind nämlich diese Faserplatten. Das unten sind die Mehlsäcke. Aber da können wir jetzt nichts draus machen. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir pennen, machen wir den nächsten Tag. War ja sehr erfolgreich. Und dann fahren wir nochmal raus zu neuen Locations. Aufi. 1788 mit Verträgen gemacht, 986 plus. Sehr nice. Unser Arbeiter kostet übrigens nur $15 am Tag. Also ich glaube, das können wir uns, wir haben uns ja beim letzten Mal gefragt, sollen wir ihn lassen oder nicht, weil so viel macht er da jetzt auch nicht. Nee, da können wir mal für Arbeitsplätze sorgen. Machen wir mal so. Gut, dann Locations. The same procedure. Hier, da machen wir noch nicht. Das ist so eine Krangeschichte. Da ist sehr viel Metall allerdings auch. Ja, aber gut, der ist günstig und den wollen wir uns anschauen. Machen wir Schnäppchen, 95, sagen wir mal 75. Einverstanden. Gut, dann machen wir das. Würde ich sagen, dass wir da jetzt alleine hinfahren, genau, und danach erstmal gucken. Gehen, nicht fahren. So. Containerhafen. Ja, wir hatten ja schon was mit Containern. Da musste man teilweise auch hochspringen, aber hier hängt so ein auf 7:30, wenn wir da reinspringen müssten. Das ist natürlich ganz spannend, aber ist nicht der Fall. Aber ist dann sehr ähnlich, ne? Weil man auch hier wiederum in die Container rein muss.
auch noch was. Auch ein Reifen. Den hatten wir auch noch nicht. Ist doch eigentlich Gummi, oder nicht? Gummi gibt es ja gar nicht. Mal gucken, wo wir das gleich hinsortieren müssen. So, hier seid ihr durch. Ein Pfeil gibt es nicht. Ums Eckchen liegt auch nichts, außer Holzpaletten. Der Müllsack ist voll. Den Hubwagen wollte ich beim letzten Mal schon stibitzen. Ist aber nicht möglich. Ah, wir haben ja einen. So, fertig, fertig, fertig. Ah, da ist nochmal ein Pfeil. Da geht's nach oben. Aber den Kochtopf mit Omas Gemüsebrühe, die nehmen wir natürlich auch mit. Ah, hier ist eine Brechstange. So, jetzt können wir mit der Brechstange halte und fülle die Leiste und lass los, wenn du den grünen Bereich triffst. Okay. Und das mehrfach. Ja, man muss ja mehr Kraft aufbringen. Das war zu viel. Ah, da oben, guck mal, da sind jetzt dreimal, sind wir fertig. Wenn wir wahrscheinlich fünf erreicht haben, dann geht's auf. Wunderbar. So, was da drin? Ein Goldbarren. Was hat der für einen Wert? Wir gucken mal direkt aufs Geld da oben. $200. Na, immerhin. Immerhin. Und die Brechstange haben wir auch mal genutzt. Dann hat die sich schon wieder fast bezahlt gemacht. Die Brechstange. Fast. So muss man ja rechnen als Geschäftsmann. Flieg, Vogel, flieg. So, hier ist nichts mehr. Hinten ist auch nichts, aber da hinten steht sowas auf, oder ist das nur... Ne. Aber man kommt hier auch her. So, war das da hinten noch offen zufällig? Nein, die sind zu. Hier ist kein Pfeilchen. Da müsste eigentlich nichts mehr liegen. Hier waren wir drin. Das sieht auch mal danach aus, als wenn das was wäre, ist aber nicht. Hier ist nochmal eine Dose und hier ist nochmal ein Pfeil. Da waren wir da gerade. Da waren wir gerade. Ah ne, das ist nochmal eine Truhe. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Also, same procedure. Geht aber immer wieder zurück, wenn man es falsch macht. Aber ich verstehe gerade nicht. Muss man ganz... Aber dann ist schon wieder darüber. Man darf nicht drüber sein anscheinend. Jetzt war es doch gut. Ach ja, dann. Okay. Wirklich nicht drüber sein. Da muss man dann schnell reagieren. Das ist schon trickier hier gerade. Verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Jetzt aber wunderbar. Was haben wir hier drin? Nochmal ein Goldbarren, nochmal 200. Na, bitteschön. So, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo wir so richtig waren. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier ist noch was. Und hier ist noch was. Dann sollten wir mal einladen, dass wir so ungefähr wissen, wie viel haben wir schon. Ja, machen wir jetzt auch. Der Sack ist gar nicht voll geworden so lang. Die Reifen. Plastik ist Reifen übrigens. Ich habe den Plastik reingeschmissen. Den Reifen reingeschmissen und nur Plastik hat sich gefüllt. Also... Fällt unter der Kategorie Plastik. Einmal Metall fehlt noch. Hab ich irgendwas zu weit geschmissen oder irgendwas nicht gesehen? Ist aber nicht viel, Leute. Das sind ganz, ganz wenig. Komm, lass uns fahren, würde ich sagen. Das ist ein bisschen zu aufwendig jetzt für das kleine Metallteil. Vielleicht ist wieder irgend so ein Schräubchen, was man manchmal wirklich schwer sehen kann. Manchmal liegt es auch da oben drauf. Nee, alles gut, lass uns fahren. Nicht dafür. Zeit ist Geld. So, Roch. Walte deines Amtes. Wir haben einen Reifen mit dabei. Den nehme ich mal. Der ist bestimmt zu schwer für dich. Nehmen wir mal zum Sortieren. Und hier haben wir ja jetzt eingestellt, dass wir schneller sortieren können. Oder das Band langsamer läuft? Ich weiß es nicht. Läuft das Band tatsächlich langsamer? Oder was ist der Vorteil? Irgendwie gefühlt ja. Weil das ich jetzt... Ne, liegt ja an meiner Reaktion, wenn das jetzt hier... wie sollen die das machen? Ich glaube, es läuft langsamer.
Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Was auch von Nachteil ist, wenn man auf die Sachen wartet, ne? Egal, egal, egal. Jetzt meine ich wiederum, dass es nicht so ist. Oder wir kriegen gleich einen anderen, einen besseren Bonus. Das kann natürlich auch sein. Geht mir gerade so durch den Kopf. Ach, den Bonus gibt es, glaube ich, schon bei 4. Gab es ja nicht vorher bei 5? Das könnte auch ein Unterschied sein. Ist mir jetzt gerade beim letzten aufgefallen. Also 11 Kilo Bonus ist auf jeden Fall das meiste, was wir bisher hatten. Kann also durchaus dann die Verbesserung sein. 98% haben wir erreicht. Sehr schön. Gut, dann haben wir vor allem wieder. Wir haben na, Papier. Da war ja sehr viel Glas wiederum. Das sind 3 Kilo nur. Man kann leider nicht wieder dazustellen. Da müssen wir es mal einmal dahin putzen. Da können wir jetzt gerade sehr wenig mitmachen. Wir haben sehr viel Metall, aber die Maschine halt, wie gesagt. Dann lass uns noch irgendwo hinfahren. Wir haben 12.40 Uhr. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir gucken mal. Hier haben wir sehr viel Papier übrigens hier. Insgesamt 33 Kilo. Hier liegen 58 Kilo. Das muss man natürlich auch bedenken. Die Sterne haben ja auch irgendwo was zu sagen. Also diese Location ist eigentlich nicht schlecht. Ist aber auch die teuerste. Und ist alles mit dabei, wenig Metall kommt, das versuchen wir. 145, 100, sag ich mal. 142, da wollte er nicht so ganz. 115. Schöner Preis. Gut, 115 Öcken für dich. Dann fahren wir dahin. Und 58 Kilo ist ja jetzt auch ein bisschen mehr. Kennen wir die Location schon? Könnte wieder das Estate-Büro sein, ne? Ja, ist so. Na, komm bitte zu mir. Können wir den Sack jetzt schon mal leeren? So, hier ist nichts mehr. Oh, guck mal, daneben ist noch was. Sehr gut. So, das war hier Mittelgang nicht vergessen. Sieht hier gut aus. Aber es gibt noch zwei Türen. Da ist viel. Da stand ja auch, war ja auch angekündigt. Full, full, full. Diese Dinger, die sind blöd. So ein kleines Palettchen hier. Dafür muss er rauslaufen. Dann können wir aber auch direkt den Müllsack mit rausbringen. Der ist gleich voll. Fahren wir denn? 77% haben wir bisher erreicht. Ab unterm Tisch habe ich irgendwas wahrgenommen, ja. Oh, wir kommen überall rein ohne Dietrich oder Brechstange. Wieder ein Reifen. Der ist auch nicht ganz so platt. Der sieht noch gut aus. Den können wir noch richtig verkaufen. Ach so, das ist auch so ein Ding. So,
Nee, falscher Raum. Dann müsste es das fast gewesen sein. Nicht fast, ich gehe mal von aus. Yes, wunderbar. Dann haben wir 58 Kilo, oder wie viel waren das eingesammelt? Rab zur Fabrik neu sortieren und dann hoffen wir mal, dass wir heute noch einen Auftrag fertig kriegen. Dann können wir uns nämlich beim nächsten Mal, denke ich mal, auf jeden Fall schon die etwas größere Maschine kaufen. Wir gucken uns aber auch gleich mal an, was es kostet, das Gelände zu erweitern. Ich meine, das waren 600. Na, dann wird die Maschine schon wieder knapp, wenn man es macht, ne? Da muss man jetzt abwägen. Aber wenn wir uns da nicht erweitern, können wir wirklich nur andere Maschinen verkaufen. Und das wäre ja gerade meine Frage. Kann man dann auch das gepresste Papier beispielsweise machen? Kann die Maschine, die Stufe 2 Maschine, kann die beides? Falsch. Tja, das ist auch ein bisschen mehr hier. So, 5,4 Bonusabfall, 97%. Gut ist. Okidoki. Das Holz nehmen wir mal mit. Da waren jetzt 22 drin. Da gucken wir jetzt mal als erstes nach. Das sind dann insgesamt 46 Kilo. Säcke dementsprechend. Wir gucken. Holzverträge. 42, das ist doch gut. 30, aber der ist der beste in dem Fall. Dann schauen wir mal. 333, 360 vielleicht. Zufriedenstellend. Na gut. Dann machen wir. Ja, habe ich das angenommen? Nee, habe ich nicht, ne? Es muss ja dann immer da in der Ecke stehen. Genau. 42. Denn ich suchte nochmal die Menge. Da ich ja grundsätzlich ein vergesslicher Mensch bin, war das schon wieder lost. So, also 42. 42 hinein und starten. Dann können wir noch mal gucken, während das schon mal da so ein bisschen rumdaddelt, was es noch gäbe. Wir müssen mal gucken, den Metall, wir werden das Metall wahrscheinlich jetzt nicht machen. Ich werde ja eher auf Stufe 2 gehen. Dann lass uns Metall gleich mal versuchen, so zu verkaufen. Am Marktplatz Metall. So, 105 Teile haben wir da. Da möchte nämlich hier Bradley 22 für den vielen. Machen wir nur für den guten Preis. 88 und hier Georgia möchte 19. Das nehmen wir auch mal mit. Die anderen sind dann schwach. Da können wir ja später nochmal gucken. Aber ein bisschen Metall verkauft. Und dann nehmen wir nochmal Plastik mit, Glas mit. Bringen wir schon mal rein. Aber hier läuft es über. Wir passen drauf, 54. Also alles, was wir brauchen, passt hier drauf. 42, haben wir noch 7 Stück. Die machen wir jetzt mal so mit. Die schnappen wir uns so. Entweder hast du was verschluckt. Ach, guck mal, hier hinten sind welche hingepfeffert. Dann muss bestimmt noch irgendwo einer liegen, oder? Ich habe mich vertan beim Eintippen. Ist einer weg?
Gibt's ja nicht. Also da hinten lag ja einer, aber hier nicht. Da müssen wir nochmal einen nachmachen. Das ist jetzt so. Aber er steht ja noch 42. Wundert mich. Vielleicht taucht er unter der Palette irgendwie fehlweise auf. Oder, ach guck mal, der liegt hier nicht richtig drauf. Oder? War er das? 43. Ja, jetzt nehme ich einer zu viel. Ah, der lag da oben so ganz los drauf. Wo ist mein Hubwagen? Da. Man soll nicht immer an sich zweifeln, ne? Tue ich aber gerne. Von daher, Problem erkannt. So, dann können wir die jetzt losschicken. Und was hatten wir gerade? Glas haben wir gerade gemacht, aber ich muss noch mal gucken, wie viel. Da habe ich auch noch die Kiste reingetan. 41 mal Glas. Zack, sehr schön. So, und Glas wartend 36. Die können wir also auch annehmen für 300. Machen wir mal 80. Zufriedenstellen. Die sind echt sehr schnell zufriedenzustellen. Na gut. Ja, das ist ja jetzt im Prinzip immer wieder das Gleiche. Ne? Es stellt sich jetzt mir die Frage, wo sind wir? Glas hier. Ob ich offline mal ein bisschen was machen soll, damit wir ein bisschen sammeln und so weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, die Geschichten zusammen zu sehen. Ne? Schreibt mir das gern mal, weil mein Motto ist ja, euch nicht zu langweilen. Das ist mir das Allerwichtigste. Und ja, diese Sachen sind natürlich dann immer wieder stupide, das Gleiche. Ne? Wenn wir jetzt leveln, ist das wieder was anderes. Wir haben auch noch sehr viel Plastik hier. Könnt ihr gerne mal zu schreiben. Plastik ist Plastik, nicht gelb. Sieht das nur, ach, das sieht durch das durch die Dunkelheit nur gerade so komisch aus. Da hätten wir jetzt 47 Plastikteile. Verträge Plastik. 48, da fehlt uns ein für den besseren. Und der ist schon wesentlich besser. Ne? Hier 42 hätten wir hier. Kann man natürlich auch machen, wenn wir mal einen sehr guten Preis kriegen. 350, Freundchen. Wer bist du überhaupt? Achso, sprich mit der Firma. Akzeptabel. Okay. Dann würden wir das auch noch machen. Und dann sind wir ja zufrieden. Dann haben wir wieder richtig schön Geld eingenommen und können beim nächsten Mal, wenn wir unsere Paletten finden, können wir beim nächsten Mal uns um Stufe 2 kümmern. Das ist ja auch spannend. Wie viel sind da jetzt drauf? Weiß ich nicht. Kann es weitermachen. Wo waren wir jetzt? Bei Plastik. Da müssen wir jetzt 42 mal gepresstes Plastik herstellen. Zack. So, das sind jetzt insgesamt die 40. Und wir mussten 3. Warum habe ich denn so viel gemacht? Haben wir ein bisschen was über. Das ist natürlich jetzt dann die Geschichte, dass die dann mal hier stehen bleiben. Aber nicht ganz so wild. So, dann können wir den Glasstaub, da bleiben sogar 4 über. Den können wir abschließen. Verträge, Glas, angenommen, Lieferung. Sehr schön. Schau mal, jetzt sind wir schon fast Level 7, also es dauert nicht mehr lange. Vielleicht kriegen wir es sogar mit der nächsten Lieferung hin. Und dann haben wir auch wieder was zu tun fürs nächste Mal. Dann bleibt es auch ein bisschen spannend. Aber das, was wir jetzt hier gerade tun, das ist halt eine Sache. Achso. Kann man drüber reden, dass ich sowas offline mache? Es sei denn, ihr wollt überall dabei sein. Dann natürlich gerne. Es gibt einfach Spiele, die sind natürlich gut, dass man die auch offline macht, wie zum Beispiel auch den TCG Card Shop Simulator. Dann ist es wirklich irgendwann immer dasselbe. Ne? Jetzt habe ich mir aber eine Aufgabe hier gemacht. Komm, wir fahren so rum.
So, neue Palette. Das machen wir jetzt noch zu Ende. Wir haben zwar 19 Uhr. So, ist das fertig? Fertig, fertig. Er will nicht mehr, dann wird es das gewesen sein. Sehen wir jetzt gleich. Ui, das war aber eingepackt. Jawohl, es ist grün. Ab die Maus. Oh, 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 wir sind bei Plastik. Also, war schon wichtig. 350 und so sind wir Level 7. Neues Unternehmen, Verhandlungsgeschick, Müllsammler und Lagerroboter. Ja, der Roboter hat mich ja vor allem mal interessiert, was der denn so macht. Wir gucken mal bei Laden, Upgrades. Verhandle 35 Mal, steht jetzt hier bei Verhandlungsgeschick. Und dann ist das freigeschaltet. Okay, interessant. Das ist der Lader. Benötigt Fabriklager Level 2. Okay, da müssen wir da erst höher. Und das war ja sowieso klar. Aber da halten wir jetzt zum Beispiel das Geld für die Maschine. Das machen wir aber auf jeden Fall dann hier beim nächsten Mal. Fabriklevel Nummer 2. Also ich denke mal, das ist gemeint, dass wir das hochbuchen. Dann gucken wir uns das mal an. Erweitert die Grenzen, deine Fabrik zu vergrößern. Müssen wir ja vorher einmal machen. Und dann müsste ja auch wiederum, laut Adam Riese, Fabriklager Level 2. Okay, die Recycling-Container sind dafür, sind da. Da bin ich auch mal gespannt, wofür die sind. Kann man die irgendwo draußen absetzen und die Leute schmeißen das mir da rein, dass ich das nicht mehr aufsammeln muss? So könnte ich es mir vorstellen. Also da ist jetzt wirklich alles soweit durch. Ich will jetzt nicht noch mehr machen, weil wir die Maschine ja definitiv beim nächsten Mal machen wollen. Aber Fabriklevel auf Größe 2. Das ist doch Fabrik. Das ist Maschinenbereich. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warte mal, wo war's? Hier. Benötigt Fabriklager Level 2. Okay, ach, Lager. Okay, ja, dann ist das Lager ist da hinten gemeint. Ah, ja, jetzt weiß ich. Das ist jetzt nicht die Geschichte, das ist das Lager. Dann lass noch mal ganz kurz gucken. Lager, hier. Da müssen wir hier 800 Euro investieren. Genau, da, jetzt habe ich's. So, wie weit sind wir denn jetzt hier vergrößert worden? Das ist mal die interessante Frage. Nach hierhin hat sich's erweitert, okay. Jetzt müsste man hier die nächste Stufe machen, damit wir hier wieder Maschinen hinkriegen. Und wir könnten das Lager nach hierhin erweitern, damit wir dann hier wiederum Maschinen hin, das Lager größer haben. Wobei ich das Lager gar nicht so brauche, ne? Also finde ich jetzt ein bisschen dusselig, aber wir brauchen es ja für die Geschichte. Bringt ja alles nichts. Ja gut, Leutchen. Dann machen wir das so. Beim nächsten Mal machen wir da weiter. Ich würde sagen, das war schon vieles heute. Wir haben viel Geld gemacht. Na, wir könnten auch schon schlafen gehen. Kommen die 30 Sekunden, dann gucken wir uns das mal an. Das wird wahrscheinlich schon möglich sein. Und dann gucken wir uns den Tag noch zusammen an. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Wir haben 1654 Euro eingenommen, 842 ausgegeben, 811 Euro plus. Das sieht doch super aus. Sehr schön. Dann, gut. Obwohl hier der schwarze Bildschirm ist, aber das kommt ja jetzt gleich mit dem Kränenhahn, würde ich sagen, gucken wir mal aus dem Fenster. Ist mal eine andere Sicht. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, schreibt mal gerne, wie lange ihr das alles haben wollt. Ich kann das gerne ein bisschen offline machen und dann verkürzen. Aber dafür bräuchte ich Feedback von euch. Ich sage danke, macht's gut und bitte, wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.